I'm really sorry. I forgot the second verse, the whole words. I am Scheiser. Robbie Williams ist nicht gekommen, um einen Dokumentarfilm über seine Konzerttour zu präsentieren. Aber doch etliche Filmer, Produzenten und Schauspieler von der Insel. Das Europäische Filmfestival hat in Stuttgart 11 Filme junger Briten vorgestellt. Filme, die sich im Inhalt stark unterscheiden von Produkten deutscher Filmhochschulen. Die Briten sind von der Schule her anders drauf. Sie haben nur viel weniger Möglichkeiten, um ihre Filme zu realisieren. Ja, das ist erstaunlich. Also es gibt nicht so einen großen Markt, ja, für diese talentierten Drehbuchautoren und Regisseure, Schauspieler auch, ja, als es in Deutschland der Fall ist. Ja. Wir haben eigentlich hier mehr Geld und viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, aber wir haben bisschen, es fehlt mir der Mut. Ja. Let's do it. Go back to bed. I'll sleep here if you want. You can sleep in the bed if you want. Or it's up to yourself. No. It's up to you. You okay? Yeah, I'll be fine a minute. I'm sorry, I feel like I've made a complete fool of myself here. Right. Black Coffee, eine bittersüße, manchmal schwarze Alltagskomödie aus Glasgow. Wilma Smith und Duncan Finnegan haben sie gedreht. Nur 3000 Euro hat sie der Film gekostet. Eine digitale Hobbykamera, Laien als Schauspieler, die Regisseurin spielt selbst eine Hauptrolle. Alles low, low budget, aber durchaus mit hohem künstlerischen Anspruch. I like watching the dogma films. Ich sehe mir gerne Filme von Dogma-Regisseuren an. Bei mir muss die Kamera realistisch wirken, mit den Schauspielern mitgehen. Dafür sind kleine Digitalkameras gut geeignet. Ken Loach, der bekannte britische Filmer, hat mich sehr inspiriert, mit seiner Art so zu drehen, dass es improvisiert aussieht.